Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Henrike Brandstötter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister. Wir haben ja die Woche eine Menge debattiert und gestritten und dabei ist es ums Geld, ums Budget gegangen. Aber Außenpolitik ist ja Gott sei Dank etwas gesitteter und ich möchte jetzt über Leben und Zukunftsperspektiven echter Menschen sprechen. Der Entschließungsantrag von ÖVP und Grüne betreffend einer substanziellen Aufstockung der humanitären Hilfe und der Mittel der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit spricht von Armutsbekämpfung, sozialer und politischer Stabilität und von Lebensperspektiven. Das sind die richtigen Worte. Danke auch davon. Auch die Schwerpunkte der ADA sind in Ordnung. Wasserversorgung, Hygiene, Klimaschutz, Landwirtschaft, Gleichstellung. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber eine Toilette ist eine wichtige Angelegenheit, aber ein Klo allein ist halt auch noch keine Perspektive. Auch die Intensivierung der Landwirtschaft ist wichtig. Aber wenn Familien mehr Lebensmittel produzieren mit zugleich weniger Arbeitskräften, was machen dann die jüngeren Geschwister? Und bei all diesen Überlegungen, da fehlt mir eben etwas. Ja? Und unter anderem auch die Freundschaftsgruppen. Also ich freue mich drauf, Herr Kasecker, wenn dann auch die Freundschaftsgruppe für das südliche Afrika konstituiert wird, hoffentlich bald einmal. Wir haben ja auch in der Covid-Krise ist ja auch ein Aspekt, ein afrikanischer Aspekt einer breiten Öffentlichkeit bekannter geworden, nämlich dass es der Kontinent der jungen Menschen ist, dass 60% der Menschen unter 24 Jahre alt sind. Und diese jungen Menschen, die wollen halt nicht nur im Dorf leben. Sie wollen nicht, dass man ihnen eine Ziege vor die Hütte stellt und sagt, so, jetzt aber, das ist Armutsbekämpfung. Sie wollen eine Transformation in ihrem Leben. Und deshalb steigen ja so viele von ihnen aus diesen Dörfern, die schon fließendes Wasser und Toiletten haben, in irgendwelche Schinakeln, riskieren ihr Leben und versuchen in Europa eine neue Perspektive zu finden. Und das tun sie, weil sie um unsere Modernität wissen. Und die finden sie halt nicht am Hof der Großeltern. Junge Menschen verstehen Technologie. Und es ist auch kein Zufall, dass so viele kreative Handy-Applikationen in Afrika entstehen. Wenn es an Infrastruktur fehlt, nutzen die Menschen eben ihre Kreativität, um aus dem, was da ist, was zu machen, was sie brauchen. Und diese Kreativität muss man fördern, damit eine neue Gründerzeit in Afrika entsteht, die jungen Menschen auch eine Perspektive bietet. Dann brauchen sie auch keine Schlepper mehr und finden Arbeitsplätze und Zukunft vor Ort. Wir begrüßen die Erhöhung der Wirtschaftsentwicklungsgelder, regen aber auch an, dass diese Erhöhung nicht in einem Mehr vom Gleichen mündet, sondern dass man auch in der ADA neue Projekte denkt, und zwar nicht nur hier in Wien, sondern auch vor Ort. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Abgeordneter. Henrike Brandstötter war das von den NEOS, ist Sprecherin für den Kontinent Afrika und sie begrüßt die Erhöhung der Entwicklungshilfegelder.